Hello again und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es um den Bankier-Algorithmus gehen. Ja, ich habe schon mal ein Video zu Verklemmungen bzw. Deadlocks und dem Bankier-Algorithmus gemacht. Allerdings steht auch in den Kommentaren, also keine Sorge, ihr werdet über alles aufgeklärt, falls ich mal einen Fehler mache. Gefällt mir die Darstellung nicht so gut und ich habe einen Rechenfehler, weshalb wir heute uns nochmal ein Beispiel zum Bankier-Algorithmus anschauen. Nochmal zur Erinnerung, der Bankier-Algorithmus hilft uns, naja nicht uns, aber dem Operating System Deadlocks zu vermeiden. Und das funktioniert eben nach einem bestimmten Algorithmus und wie wir das Ganze selbstständig durchrechnen können, schauen wir uns jetzt mal an. Zur Übersicht, wir brauchen ein paar Dinge hier für den Algorithmus. Zum einen P1, P2 und P3 steht, dann sind damit Prozesse gemeint. R steht für Ressource, das heißt, wir haben auch drei verschiedene Ressourcen. Und für den Algorithmus brauchen wir einmal eine Claim-Matrix, also die Ressourcen, die ein Prozess braucht, um laufen zu können. Und dann haben wir noch eine Allocation-Matrix, das heißt, das sind die Ressourcen, die den Prozessen bereits zugeordnet sind. Dann haben wir noch einen Ressourcen-Vektor oder einen Resource-Vektor. Der ist dafür da, um anzuzeigen, wie viele Ressourcen insgesamt zur Verfügung stehen. Ja, und wenn ihr so eine Aufgabe habt mit einem Bankier-Algorithmus, sind das so die Dinge, die gegeben sind. Das heißt, wir geben hier mal die Werte vor. Für den Ressourcen-Vektor haben wir einmal 9 Einheiten von Ressource 1, 3 Einheiten von Ressource 2 und 4 Einheiten von Ressource 3. Und die Claim-Matrix wird dann eben folgendermaßen verteilt. Prozess 1 braucht 3 mal R1, 2 mal R2 und 2 mal R3. Prozess 2 benötigt 6 mal R1, 1 mal R2 und 3 mal R3. Prozess 3 benötigt 3 mal R1, 1 mal R2 und 4 mal R3. So, dann füllen wir noch hier kurz die Ressourcen ein, die die Prozesse halten. Prozess 1 hält einmal Ressource 1 und keins von den anderen. Prozess 2 hält 6 mal R1, 1 mal R2 und 2 mal R3. Und Prozess 3 hält 2 mal R1, 1 mal R2 und 1 mal R3. Basierend auf diesen Daten können wir uns jetzt zwei weitere Vektoren erstellen, und zwar einmal den Available-Vektor. Das bedeutet die Ressourcen, die eben noch nicht verteilt wurden. Da schauen wir uns einfach an, zum Beispiel R1 hat insgesamt 9 Ressourcen verteilt, das heißt Available ist 0. Bei Ressource 2 wurden 2 Elemente verteilt, das heißt wir haben noch 1 Available. Und bei 3 wurden 3 Ressourcen-Elemente verteilt, das heißt auch hier haben wir noch 1 übrig. Gut, darauf basierend können wir auch eben den Allocation-Vektor ausrechnen. Entweder man zählt sich das zusammen oder man rechnet eben den einen Vektor minus den anderen Vektor. Wobei man da auch gucken kann, ob jetzt vielleicht es sinnvoll ist, zuerst den Allocation-Vektor herauszufinden und dann den Available-Vektor. Auf jeden Fall sind das die Werte, die wir eigentlich dann erstmal benötigen. Denn als nächsten Schritt müssen wir jetzt herausfinden, welchen Prozess kann ich mit den noch verfügbaren Ressourcen abdecken, damit er eben durchlaufen kann. Wenn wir jetzt nämlich Prozess 1 anschauen, dann sehen wir, wir bräuchten allein schon 2 Elemente von Ressource 1. Wir haben aber 0 available. Das bedeutet, Prozess 1 kann jetzt erstmal nicht ausgeführt werden. Wie sieht es aber mit Prozess 2 aus? Prozess 2 benötigt lediglich einmal die Ressource 3 noch zusätzlich. Die haben wir auch verfügbar. Das bedeutet, wir können Prozess 2 ausführen. So, dann trage ich die ganzen Elemente nochmal in eine weitere Matrix ein. Das ist die von oben. Der einzige Unterschied, den wir jetzt hier vornehmen, ist in Prozess 2. Und zwar geben wir hier noch dem Prozess in der Allocation Matrix die notwendigen Ressourcen, das heißt eben statt bei der Ressource 3 in Prozess 2 machen wir ein 3 aus der 2, weil wir jetzt dem eben noch ein Element der Ressource 3 hinzufügen und dann ändert sich eben der Available-Vektor wie folgt. Wir haben eben nur noch einen von der Ressource 2 übrig, der Rest ist vergeben. Wenn Prozess 2 durchgelaufen ist, dann gibt er alle seine Ressourcen ab. Und dementsprechend ändern sich die Werte auf 0 und deswegen setze ich in der Claim-Matrix als auch in der Location-Matrix die Werte bei Prozess 2 alle auf 0.
Der Available Vektor ändert sich dann wie folgt. Wir haben jetzt 6 Elemente der Ressource 1, 2 der Ressource 2 und 3 der Ressource 3 übrig. Jetzt prüfen wir wieder, welcher Prozess kann mit den gegebenen Ressourcen durchlaufen. Da sehen wir jetzt, Prozess 1 ja, würde easy funktionieren, aber auch Prozess 3 hätte keine Probleme durchzulaufen. Wie sieht es da aus? Wie verteilt der Algorithmus dann die Ressourcen? Prinzipiell gilt, der Algorithmus verteilt so die Ressourcen an den Prozess, der noch am wenigsten benötigt. Das heißt, wie wir jetzt gesehen haben, der hat nur eine Ressource noch benötigt. Wenn jetzt neben Prozess 2 im ersten Schritt auch noch andere Prozesse funktioniert hätten, wäre wahrscheinlich die Wahl trotzdem auf Prozess 2 gefallen. Und so funktioniert es auch allgemein. Das kommt daher, dass wenn man den Prozess, der noch am wenigsten Ressourcen zusätzlich benötigt, abgedeckt ist, dass man dann noch guckt, ob man mit den übrigen Ressourcen vielleicht noch einen weiteren Prozess abdecken kann und dadurch dann eben mehrere Prozesse schon die Ressourcen zugeteilt bekommen und laufen können. An dieser Stelle und in diesem Beispiel ist es jetzt aber auch wieder gleich aufgeteilt. Beide benötigen jeweils 4 Ressourcenelemente und deshalb nehmen wir jetzt einfach die Reihenfolge, wie die Prozesse kommen. Wenn jetzt Prozess 1 als nächstes in der Queue ist, dann führen wir einfach Prozess 1 aus und weisen dem die notwendigen Ressourcen zu. Hier auch wieder, ich ändere nichts im Vergleich zu der vorherigen Claim- und Allocation-Matrix, außer dass eben in der Allocation-Matrix jetzt Prozess 1 die Prozesse zugewiesen werden, die er claimt. Und ja, Prozess 2 ist eben immer noch 0 und an Prozess 3 ändert sich in den beiden Matrizen nichts. Der Available-Vektor ändert sich insofern, dass wir jetzt nur noch 4 Elemente der Ressource 1 haben, 0 von 2 und 1 von 3. An dieser Stelle könnte man nämlich auch mal überprüfen, ob jetzt vielleicht sogar mit den verfügbaren Ressourcen noch Prozess 3 durchlaufen könnte. Allerdings scheitert das an Ressource 3, da haben wir zu wenig. Das bedeutet, wir lassen jetzt Prozess 1 durchlaufen, dann werden wieder die ganzen Ressourcen abgegeben. Der Available-Vektor wird erhöht, da Prozess 1 jetzt alle Ressourcen wieder zurückgegeben hat. Das heißt, wir haben 7R1, 2R2 und 3R3 und nun können wir auch Prozess 3 noch durchführen. Auch da haben wir wieder dann den Available-Vektor mit weniger Ressourcen, weil die ja jetzt Prozess 3 zugeteilt wurden. Das bedeutet 6R1, 2R2 und 0R3. Und nachdem dann Prozess 3 durchgelaufen ist, werden auch hier wieder die Ressourcen abgegeben. Keiner der Prozesse benötigt mehr etwas und hat auch keine Elemente mehr zugewiesen, denn die sind ja schon durchgelaufen. Dann werden auch alle Ressourcen wieder zurückgegeben. Das heißt, der Available-Vektor ändert sich jetzt auf 934 und da können wir auch überprüfen, ob wir jetzt alles richtig gemacht haben, denn 934 müssten auch oben im Ressourcenvektor stehen, weil das sind ja die, die wir insgesamt zur Verfügung haben. Da steht auch 934 drin. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht und die Aufgabe ist erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch jetzt weitergeholfen und ist ein kleines Upgrade im Vergleich zu dem letzten Video. Dann bedanke ich mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.